Die meisten Menschen werden sagen, hey klar, ich gebe gerne einem Mensch meine Organe ab, wenn ich ablebe, weil ich bin dann tot und ich kann eh nichts damit machen, ich kann sie nicht ins Grab führen. Aber der Körper des Menschen muss noch am Leben sein, damit die Organe transplantiert werden können. Dirn Birnbacher, Mitglied der Zentralen Ethikkommission der Deutschen Bundesärztekammer, sagt, unter anthropologischen Gesichtspunkten ist es nicht offenkundig, dass der Hirntod mit dem Tod gleichzusetzen ist. Und wir merken, wenn man jetzt die oberen Schichten abzieht, dann ist es nämlich wirklich so, dass diese Patienten im Zweifelsfall wieder weiterleben können. Und wir lesen immer wieder anhand von Beispielen, dass Leute aufwachen, die plötzlich kurz vor der Organentnahme wieder wach sind und sagen, huch, ich bin noch am Leben. Und die Momente später den Schnitt des Skalpells über ihrem Bauch haben würden und man würde ihnen ihre Organe rausnehmen. Für Hirntod erklärt und wieder aufgewacht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die sind ja dann schon durch den Apnoe-Test und diese ganzen Tests durchgegangen und haben das trotzdem überlebt, sind nicht gestorben und danach nochmal aufgewacht. Wie viele von denen wären eigentlich am Leben, die erst gestorben sind durch das Weglassen der Beatmung des Apnoe-Tests, also indem man ihnen die Beatmung wegnimmt?